So, okay, und damit herzlich willkommen zu Watch Dogs 2, das genau am 15.11.2016 rauskommt und ich das Ganze auf der Xbox One spielen werde. Habt gesehen, wie das Ganze beginnt, fand ich eigentlich ganz gut, so von der Machart her. Mal schauen, wie das Spiel wird. Ich hoffe, dass es von der Geschichte, die dahinter steckt, interessanter wird als der erste Teil, der mir nicht ganz so gefallen hat. Ich habe es trotzdem gespielt, aber es war nicht so mein Spiel. Von daher sind die Erwartungen im zweiten Teil sehr groß. Das letzte Stückchen dauert sehr lange. Na gut, warten wir noch ein bisschen. Mal gucken, wann es weitergeht. Erlogen und ich lasse mich nicht mehr schikanieren. Noch ein Grund für eine Säuberung. Wir werden zusehen. Ich hoffe, ihr kommt mit. Übrigens habe ich dir eine Playlist als Soundtrack gemacht. Hoffe, sie gefällt dir. Okay. Wir schleichen uns langsam ran. Ah, da ist eine Kamera. Okay. Gut, kann es wieder rausgehen. Okay, wir haben es mal. Das deswegen können wir erstmal weitergehen und müssen jetzt. Ach, da unten rein. Da unten waren zwei Typen. Der eine andere ist hier vorne. Können wir jetzt hier runter? Oh, wir nehmen kurz hier die Treppe. Macht es vielleicht besser, als vom Gebäude zu stürzen. Noch ein bisschen und jetzt. Schnappen wir uns noch schnell die anderen. Wir geben uns flink, sind flink wie so eine Katze. Man hört uns nicht und ist ganz gut. Musik gefällt mir irgendwie. Hat was. Hier liegt noch ein bisschen Geld. Nein, doch nicht. Doch ein bisschen. Lag da oben. Okay, jetzt müssen wir da hoch wieder. Das war mal aus dem ersten Teil, dass wir da die Leitungen durchgehen. Die wollen dann nur da ein bisschen sichtbarer. Klettern machen wir mit RT reindrücken. Okay. Das ging ja erstaunlich schnell. Und das sah auch sehr interessant aus. Schön. Hat ein bisschen mehr drauf. Was haben wir da alles? Okay. Wir sind drin bei Blumen, das wir erfahren. Das ist Zeitverschwendung. Er ist nicht drin. Hab dich. Das ist er also. Er hat eine Knarre. Ist das ein Problem? Also, für Probleme habt ihr doch mich hier, oder?
Stopp die Zeit. Ich bin neugierig. Zu spät. Er ist drin. So schnell? Sind wir gut? Keine Ahnung. Nee, nee. Keine Ausflüchte. Eine richtige Antwort. Ich stehe einfach nicht auf Aliens. Ein Videospiel. Es ist nicht bloß ein Alien. Es ist... Hat hier noch jemand Probleme mit seinem Headphones? Oh Gott, oh Gott! So ein Ball und guck mal, was das ausmacht. Retro, der Home Domain Awareness Hacker? Der Retro? Ja, das hatten wir doch gesagt. Ja, ich höre nie zu. Was habe ich denn hier? Oh. Gucken wir uns noch ein bisschen, ob wir irgendwas liegt, was wir brauchen können, aber bis jetzt sieht es nicht so aus. Ansonsten können wir auch nicht so weit rumgucken. Hat der irgendwas? Nein. Unten auch nichts. Okay, gehen wir weiter. Achso. Okay, finden wir einen Zugangsschlüssel. Ach, da ist die Kamera. Jetzt habe ich sie gesehen. Ah, okay. Da ist noch eine Kamera. Das ist... Okay, das sind Männer. Den sehen wir nicht. Und das da hinten müssen wir hacken. Bis jetzt komme ich nicht ganz hin. Ich versuche mich und jetzt so. Wo sind wir jetzt? Ach, die haben wir angefangen. Ah. Und jetzt ist die Tür offen. Können wir mit LB reindrücken und dann haben wir da die Möglichkeit, da irgendwas in die Tür zu machen. Bis jetzt habe ich immer alles. Nur was geöffnet. Ich weiß nicht, kann man durchgucken? Aber warten mal ein bisschen, bis er weg ist. Nicht, dass der uns da sieht. Hier ist ein Treppe. Wir können dort hoch oder wir können hier hoch. Da ist so. Okay, da wurde mir gerade ein bisschen entdeckt, aber auch nicht nur. Er ist in Oakland aufgewachsen, aber in... Was wir wissen ist, dass er im DeadSec-Chat rumhängt und wirklich gute Referenzen hat. Also wollten wir ihn mal testen. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Bisher hat es noch keiner geschafft, sein CTOS-Profil zu löschen. Ich will sehen, ob er clever ist, stur ist oder beides. Na, mal schauen. Okay, noch die anderen ausschalten. Oh, wer ist das da hinten? Ist der gerade herum? Er hat es schon mal gemacht. CTOS hat ihn als Hauptverdächtigen in einem Hightech-Einbruch genannt, also... Er war im Knast. Gemeinnützige Arbeit. Nicht genug Beweise. Nur anhand von CTOS prädiktiven Algorithmen. Aber einmal im System. Immer im System. Oh, wer ist das? Wieso lebt er wieder? Ach du Scheiße. Er hat's gemacht. Ihm bleibt nicht viel Zeit, bevor die Backups hochfahren. Okay, und jetzt? Ah, müssen noch eins hoch. Hätte voll noch alle markieren müssen mit der. Durch die Kameras. Bis jetzt bin ich da ein bisschen wie im Blindflug. Komme ich da rüber? Ich bin mir nicht sicher, oder? Nee, drüben geht's da lang. Ah, doch, hier drüben geht's lang. Ah, hier ist eine Leiter. Er klettert noch nicht hoch. Ach, stimmt, da brauchen wir wieder. Ach so, halt. Oh. Ich dachte, es passiert irgendwas. Was ist jetzt? Wollen wir zu langsam? Nö.
Hat noch gepasst. Geht er in den Warmgang? Da drin sind es bestimmt 50 Grad. Oh ja, sieht heiß aus. Mein Respekt hat er. Der gibt echt alles. Okay. Ich muss jetzt auf die Datenbank zugreifen. Ich blicke, wie ich jetzt da reinkomme. Und wo ich mich jetzt hier am dümmsten hinstelle, damit wir nicht entdeckt werden. Ist uns wohl entwischt. Lassen wir es gut sein. Okay, lass es gut sein. Hier geht es leider runter, die wollen wir nicht, denn wir müssen erstmal gucken, ob wir die Tür aufmachen können. Ach so, können wir von hier aus machen. Können wir runterspringen? Stimmt. Kann ich die Tür schließen? Ja, stimmt. Wir müssen nicht so durch die ganzen Zimmer gehen. Das war vorher ein bisschen komprimierter. Warum soll ich so eine Bedrohung sein? Ach, wir müssen A drücken. Und nochmal. Das ist doch Bullshit. Ich könnte natürlich auch. Ja. Okay. Was wollen wir denn sein? Ich kann mich nicht entscheiden. Internet-Promi? Trinkt nur Wasser? Ich weiß gar nicht, ob das Auswirkungen hat aufs weitere Spiel. Weiß ich gar nicht, wie viel es noch gibt. Hausmann. Frau eines Millionärs. Schön. Weiter geht's nicht. Ich habe gar nicht erst am Anfang gelesen. Hip-Hop-Künstler, das schon mit. Okay, Systemfehler. Artist. Hollywood. Star. Multikonzern. Chef. Empfangsdirektor. Ehemaliges Model, Hip-Hop-Künstler, Litfaßsäule, Informant, Nachtmodel, Internet-Promi, trägt nur Wasser.
Okay, wir nehmen das hier. Ich baue einfach eine kleine Backdoor ins System ein, dann komme ich später wieder rein. Sorry, Bloom, wir sind noch nicht fertig miteinander. Mal gucken, ob da, wie es denn weitergeht. Ob es ihre Rolle spielt. Ach, sind auch da. Wer bin ich? Ich habe schon den ersten Erfolg. Okay. Lösen Funktionen erstellt. Ernährung schaltet ab. Sekunden aus. Anlocken. Okay. Anlocken ist rot. Na gut, kriegen wir ja schon hin. Okay, cool. Den Kerl kaufen wir uns. Krieg doch mal Geld. Kommt die hier hoch? Ich bin mir nicht sicher. Also der kommt ziemlich schnell hoch, aber kommt der hier hoch? Nö, hier geht's nicht weiter. Auf den blauen Balken und denke, da kommt gleich einer, aber es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wir wollen auch schnell nach draußen. Mach schon mal die Tür auf, dass wir schnell rauskommen. Und es sind... Die blauen Punkte machen mich weich, ich kann da gar nicht hingucken. Da riecht ja voll die Panik. Okay, da geht's nach oben, da geht's nach unten. Wir wollen aber ziemlich nach unten. Okay, unten sind wir hier. Oh, es kommt einer hoch. Schnell, 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 schnell. Kommt er doch nicht nach oben? Ah, das heißt verbraucht. Ach nein, doch nicht. Das geht erst los, wenn das an die da sind. Das ist gut. Wow, kommt da einer? Da war zum Glück nicht drauf vorbereitet, denn das wäre sonst echt sehr knapp gewesen. Oh, da ist schon der nächste. Oh, wie es leiden kann. Oh mein Gott, er ist tot. Kann er wieder überlebt werden? Nein, sieht nicht so aus. Warten wir mal kurz hier hinten und hoffen, dass er weitergeht. Aber den Gefallen tut er uns jetzt nicht. Ah, wir haben eine Waffe. Wollen wir das machen? Ach, er weckt ihn wieder. Ah, das wird leider ein bisschen lang dauern. Ich tue mich gerade echt ein bisschen schwer. Ah, hier geht's nicht weiter. Oh, schnell, 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 schnell. Warum hat er uns jetzt nicht mitbekommen? Wir hatten ja da hinten gerade jemanden erledigt. Okay, gut. Sei es drum. Wir haben es ein bisschen eilig, deswegen lassen wir uns mal nicht so viel Zeit und gehen mal zügig nach unten. Da kommt einer die Treppen hoch. Okay, doch nicht. Man kommt überzeugt, um nach unten zu gehen. Er geht auch nach unten, das könnte vielleicht ein bisschen störend sein. Und wir gucken mal weiter nach unten. Und sind gleich da, wo wir hin möchten. Geht es hier weiter runter? Okay, komm, wir nehmen den.
So. Wir sind hier und sollten gleich draußen sein. Tada! Sofort stehen bleiben! Wo zur Hölle geht's hin? Ja, okay. Fick dich, Blum! Okay. 2013 ergriff Chicago die Chancen der Smart Cities mit CTOS, einem verbundenen Betriebssystem für Massendatenüberwachung, Sicherheit und Transitprogramme. Mit ein paar hundert Zeilen Code konnten Hacker die zentralen Server kapern und das ganze Netz lahmlegen. Viele hielten den Angriff für das Ende der Smart City-Entwicklung. Sie lagen falsch. Direkt aus Silicon Valley koordiniert wurde CTOS 2.0 in den ganzen USA implementiert und eröffnete das Internet der Dinge. 6,4 Milliarden verbundene Geräte dienen als Sammelpunkte, zeichnen unsere täglichen Routinen auf und schaffen ein sichereres und invasiveres System. Aber wer hört sonst noch zu? Big Brother arbeitet nicht mehr allein. Tausende Little Brothers verfolgen und sammeln jeden ihrer Schritte für ein komplettes digitales Profil von ihnen, das gekauft, verkauft oder gestohlen werden kann. Spielzeug studiert ihre Kinder, meldet Marketingfachleuten ihre Gewohnheiten. Geräte, Konsolen und Heimsicherheitssysteme öffnen Unternehmen ein Fenster in ihr Privatleben. Jeder kann aus der Ferne die Kontrolle über ihr Fahrzeug oder Mobilgerät übernehmen, jederzeit. Vielleicht halten sie sich für immun oder unterschätzen das Risiko. Jedoch ihr digitaler Schatten ist kompromittiert. Versicherungen überwachen ihre Gewohnheiten mit Algorithmen, um ihre Haftung zu errechnen. Krankenkassen bestimmen, ob es sich lohnt, ihren Krebs zu behandeln. Manipulierte Suchergebnisse und Newsfeeds beeinflussen ihr Wahlverhalten und lenken soziale Strömungen im großen Maßstab. Sie sind jetzt weniger wert als die Daten, die sie produzieren. Das ist die neue Realität. Untertauchen ist keine Option mehr. Die persönliche Freiheit ist zunehmend in Gefahr und viele wehren sich. Whistleblower, Aktivisten und Hacker haben die Fronten abgesteckt und das Establishment aufgeschreckt. Doch sind sie selbst gefährlich oder sind sie jetzt die letzte Bastion der Freiheit? Oder sind sie jetzt die letzte Bastion der Freiheit? Und? Bin ich drin? Willkommen bei DedSec. Oh. Ich bin Zitara. Dieser Süße hier ist Josh, a.k.a. Hot Sauce. Yo, du bist Hot Sauce? Mann, ich stehe auf deinen Frethouse-Hack. Echt krass. Danke. Dieser Irre ist Ranch. Das Wohl von vielen. Und dieser Casanova ist Horatio. Was geht, Bruder? Was geht, Mann? Das ist die Crew, hä? Huh? Ihr habt echt lang gebraucht, mich zu holen. Shit. Ihr habt Blooms Bullshit gesehen. CTOS steuert nicht nur die Infrastruktur. Die Menge persönlicher Daten, die das Ding hier sammelt, ist echt total abgefahren. Ja, das sind Big Brother und Little Brother. Alles in einem. Hä? Huh? Es sieht alles, was du tust, und verpetzt dich. Dank dir, Josh. Also, was machen wir jetzt? Vorschlaghämmer oder Feuer? Nein. Vorschlaghämmer und Feuer! All diese Daten an einem Ort heißt, die lehnen deinen Scheißantrag schon ab, bevor du ihn abschickst. Herzlichen Glückwunsch, Ihre Kreditkarte wurde im Voraus abgelehnt. Dein Haus oder die Versicherung? Fuck. Das ist nicht mal das Schlimmste daran. Die ganzen Daten in der Hand der Regierung? Die verknacken dich schon, bevor du was angestellt hast. Ging mir auch so. Ja, jetzt weiß ich auch wieso. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Scheiß drauf! Scheiß drauf, Mann! Wir sind Hacker. Wir sind cleverer und dreister. Ich sag, wir decken die Scheiße auf. Wir zeigen ihr allen, was Blum vorhat, Mann. Wir zeigen allen, dass ihre Daten missbraucht werden. Um unsere Freiheit zu rauben. Fuck. Ach
Ich habe eine Backdoor installiert, da brauchen wir einfach nur durchgehen. Moment, du hast... Was? Eine Backdoor installiert. Da brauchen wir nur noch durchgehen. Bingo! Hey, Mann. Hast du eine Uhr? Ja, Mann. Schon gut, schon gut. Ein bisschen spät zum Joggen, oder nicht? Hey, Mann, was machst du? Fliehst du vor den Cops? Vielleicht bin ich einer. Hey, du, kennen wir uns nicht? Schöne Party noch. Fick dich, Blum. Ich werde eine scheiß gute Zeit haben. Okay. Das war das Tutorial zu Watch Dog. Fand ich jetzt nicht schlecht. Muss mal gucken in der Steuerung. Habe ich mich nicht so dran gewöhnt. Mal schauen, wie es noch so funktioniert. Muss noch kurz warten, rauskommen und gucken, wo wir sind. Okay, kleinen Moment. Na, Pause geht nicht. Hallo? Was ist denn das für ein Handy? Dein neues Handy. Wo ist meins denn? Liegt im Meer. Hast es reingeworfen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich war ziemlich dicht. Triff uns im Hackerspace. Wo? Check deine Bilder und find's raus. Verdammt, schätze, ich war dicht. Wie eine Strandtaubitze. Hol dir erstmal was zum Anziehen, dann sage ich dir, wie es weitergeht. Oh, und du musst dein Handy betriebsbereit machen. Also lad dir alles aus dem Store runter, bevor du wieder herkommst. Oh Mann, mein erster Tag und dann sowas. Okay, gut. Moment. Klarer Himmel und warm, aber irgendwie. Pause gibt es nicht wirklich. Gut, ja, machen wir erstmal Schluss. Das war es erstmal für das erste Video, das Tutorial. Und habt einen kleinen Einblick, wo es so geht. Ansonsten finde ich Los Angeles erstmal keine schlechte Wahl. Macht ein bisschen mehr als Chicago. Chicago sah ein bisschen düster und dunkel aus, aber das sieht ganz schick aus. Okay, in diesem Sinne. Dicken Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Watch Dog. Bye.